hier raus. Holy shit. Können wir die Fackel anheben oder so? Darunter. Darunter. Alkohol, das wird jetzt nicht viel bringen. Das heißt, wir bringen es zum Brennen. Das ist jetzt äußerst schlecht. Das wird doch nichts. Hier können wir hoch. Hier haben wir Feuer. Und da auch. Das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Können wir irgendwie Feuer werfen? Können wir, das wär hilfreich, wenn wir irgendwo Holz anzünden und werfen könnten, das wäre brillant. Wie soll das jetzt was werden? Ach so, hier können wir mit dem Stein vielleicht. Sie wurden abgeschlachtet, wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Ah, schön hier mal Holz. Gehen wir. Ja. Wo lang? Ich habe keinen Plan, wo lang wir sollen. Über die Barrikade oder was? Ach, da oben sollen wir lang. Da oben. Durch die Ratten. Los, nochmal. Ja. Sollten wir vielleicht nicht so langsam laufen, damit die Fackel schön verbrennt. Ja. Schnell laufen mit Fackel ist nicht drin, oder? Ach so, wir können auch hier anzünden. Und dann zum nächsten Haufen. Nein, das ist schlecht. Ja, das ist jetzt auch schlecht. Ohne Bündel hier weiterzukommen. Ah, okay. Den Karren schieben. Fast geschafft. Komisch, dass die eine. Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten.
Auch komisch, dass sie die, Schweine genau dort auf Hügeln getötet haben, dass dann das im Pfad passiert ist, dass da. Schön, dass sie einen Pfad gelassen haben dazwischen, den Weg frei von Schweinen gelassen haben. Das können wir auch aufhören. Geschafft! Wir haben es geschafft! Hurra. Hallo, Laurentius! Psst, Hugo! Aber was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Okay. Es ist zu dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Komm mit. Das ist ganz bestimmt ein Monster. Oh, du lebst ja noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Hat er gerade geantwortet? Verschlossen. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Ja, hier können wir was verbessern. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, was ist los? Was los? Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Na toll. Die Inquisition kam. Er ist ansteckend. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Prost, Mahlzeit. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel. Fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schnell. Sorry. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Amrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Dem was? Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Scheune. Los, sie sind hineingelangt. Ich bin da, ein Gerät abzulenken. Na toll. Das habe ich doch schon auf dem Hinweg gesehen hier. Die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laternen. Alles schon in Ordnung. Los. Ja.
Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist für euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Wir haben ein Vitrol. Was soll man das sein soll? Und es wurde ich abgehängt. Oha. Wir sind's nicht. Wo sind die anderen? Ah, shit. Ist vielleicht sowieso besser. Die anderen beiden haben sich aufgelöst. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Oh nein, sie sind hineingelangt. Schnell ein Weg, sie abzulenken. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Laternen! Schon in Ordnung. Los! Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ach, sie sind raus. Ist für euch alles in Ordnung? Ich konnte nicht gemacht hier holen. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Lass doch nicht liegen lassen. Neue Steine. Und jetzt raus. Keine war hier, oder? Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Ach, da war die Scheune. Die sehen ganz schön schwer aus. Verfaulter Weizen. War sicher für die Schweine gedacht. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... So, was tun wir jetzt? Das wäre eine äußerst blöde Idee, da jetzt rüber zu hüpfen. Okay, können wir nicht werfen. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Schweine sind da drüben genügend auf dem Hügel. Okay. Ich komme nicht zu dir. Na, sehr schön. Wir haben ein totes Schwein. Und davon was mitnehmen? Na toll. Sie wieder, na toll. Oh nein. Was sollen wir jetzt tun?
hineingelaufen. Ich finde ein Weg, sie abzulenken. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schön in Ordnung. Los! Sehr gut. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Eine Philosophie. Ich würde sogar sagen, ein ganzes Leben. Das Leben eines Alchemisten. Wirklich hübsch. So. Oh, tut mir leid. Keine Sorge. Brillant. Jetzt haben wir keine Steine mehr. Wir können auch die Kugel werfen. So, dann gehe ich mich mal umbringen. Was soll das sein? Eine Philosophie. Ich würde sogar sagen, ein ganzes Leben. Das Leben eines Alchemisten. Wirklich hübsch. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schon in Ordnung. Los. Na toll. Sie was getrunken heute. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Igne vergehen. Wie sollen wir... Gute Frage. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Sollen wir jetzt das Pferd abschlachten oder was soll jetzt passieren? Und opfern wir einen von uns. Also ihm. Da drüben gibt's noch. Ne, da kam man ja, dass das Haus so war. Was gibt's für eine Lasagne? Schweinschlachten. Ja, woher Fleisch nehmen? Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Wo willst du Fleisch hernehmen? Den Schinken aus der Scheune? Du wirst nicht tun. Sind vielleicht irgendwo. Ne, niente. Woher nehmen wir nicht stehen? Echt kein Plan. Vielleicht können wir
Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Nicht es. Abendessen, Schweinchen. Wir füttern sie. Füttern ist schon richtig, aber... Ja. Guck lieber weg. Guck weg. Du wirst nicht sehen, was jetzt passiert. So ist es gut. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Okay, was nun? Was tun wir? Was ist der Plan? Das scheint zu öffnen, oder was? Was ist der Plan? Letztes da drücken will ich jetzt nicht, dann springe ich darüber. Das wäre eine mordsblöde Idee. Sag ich doch. Tja, also schieben. Spiel, du sagst mir auch ja nichts. Ja, und sonst wenn das Spiel mir mehr sagen würde, was jetzt. Ach so. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. War nicht so. Hoch mit dir. Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Weil das Schwein jetzt gleich, nachdem es gegessen hat, wieder abhauen wird. Das geht wieder weg. Es reist in ferne Lande und das macht Urlaub. Es macht jetzt erstmal ein Jahr Urlaub, nachdem es gut gegessen hat. Hörst du, Hugo? Nein, Amicia, was machst du da? Das Schwein geht in Urlaub. Weggucken. Guck weg. Weggucken. Warum guckt ihr nicht weg? Lebt doch noch! Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Warum guckt ihr nicht weg? Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Das Schwein ist im Urlaub. Kommt, hier rüber. Ist auf die Malediven geflogen. Im Mittelalter. Armes Schweinchen. Aber es wusste man auch schon, wussten sie auch bestimmt, dass die Malediven sind, und fliegen war bestimmt auch schon möglich. Da ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Wir haben. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Wir müssen noch welches Alkohol im Inventar Schwefel, haben. Das ist alles. Wir müssen noch was im Inventar haben.
Was tust du da? Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Ignifer. Du kannst jetzt Ignifer herstellen, halt den Tabulator gedrückt. Aha. Ah, da können wir Flammen werfen. So, es ist... Oh nein! Wir sitzen fest! Nein, vielleicht war nicht die Bombe. Das ist die Farmicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen?